Ich darf heute den Abschluss machen, oder? Du darfst heute den Film. Oh, okay. Schade, ich dachte, das Beste kommt zum Schluss. Ja, das ist Ja, wenn ich den Abschluss nicht machen darf, bin ich ja nicht das Beste. Nein, Spaß. Okay. Richtig, das Wort Gottes. Mir ist ein wichtiges Thema auf dem Herzen gewesen und dieses Thema habe ich ausgearbeitet. Und da bitte ich trotzdem immer wieder von Herzen, dass der Herr spricht. Und dafür würde ich gerne, wenn ihr nichts dagegen habt, dass wir einmal noch einmal beten und den Herrn anrufen dafür. Herr, dein Wort ist das einzige Wort, was wir brauchen. Und das ist das einzige, woraus wir unsere Speise ziehen und was wir brauchen, damit wir ja dir ähnlicher werden, dass wir stark werden und dass wir können hier auf Erden dein Wort auch verkünden, Herr. Das ist unser Leben und das brauchen wir. Da wollen wir jetzt zuhören, möchten dich bitten, dass du das Menschliche wegtust und dass du sprichst zu dem Herzen, das du in uns gepflanzt hast. Amen. Es gibt einen sehr bekannten Liedschreiber, Musiker, einen deutschen Musiker, der hat ein Lied geschrieben und ich bin manchmal so immer wieder doch unterwegs. Ich schaue mir manchmal so die Lieder an, um einfach mal zu sehen, was spricht denn diese Seele dieser Menschen? Manchmal haue ich auch einen Kommentar drunter. Hört man nicht? Okay. Und manchmal haue ich auch einen Kommentar drunter, damit die vielleicht etwas vom Worte Gottes hören können. Und dieser Liedschreiber, er schrieb ein Lied und ich war Feuer und Flamme. Ich dachte, wow, was für ein schönes Lied. Er sang in seinem Lied: Ich will nie mehr weg von ihr, weg von ihr, weg von ihr. Ich weiß nicht, wer das alles kennt, aber dieses Lied, es war so herrlich, so, ich will nie mehr weg von ihr. So eine herrliche innere erste Liebe. Kennt ihr das? Bestimmt die meisten Männer, die und Frauen auch so, vielleicht auch mal aus dem Kindergarten, da gab es das ja auch schon, ne? Diese erste Liebe. Etwas Schönes zu haben, wo man sagt, das ist ein Moment, das ist herrlich. Das will ich behalten. Ich will das halten und ich will daran festpacken. Aber leider war das hier schon nicht zu Ende oder es wurde zerstört von ihm selber. Also er zerstört dieses ganze Lied und schreibt weiter, indem er sagt, ich will nie mehr weg von ihr, weg von ihr, weg von ihr, wenn es so bleibt. Ist das Egoismus, ne? Krasser Egoismus, der da rausgeht. Und deswegen habe ich mein Thema überschrieben, wollen wir darüber nachdenken, nur die Gaben oder auch den Geber. Anhand von drei Punkten, also die Vorgeschichte, also die Wunder Jesu, wollte ich einfach mal einblicken. Wir gehen ins Lukas-Evangelium gleich. Und dann wollte ich noch einmal ganz kurz hinzeigen, wie viele Volksmengen denn ihnen folgten. Und dann die Antwort, die Jesus darauf setzt und was Jesus von uns verlangt. Lukas habe ich mir auserwählt, denn ich finde, Lukas sagt das sehr detailreich, denn er ist ein Arzt. Er hat sich gedacht, ich werde richtig bis aufs Tüpfelchen genau ins Wort schauen. Also gerne mal für euch, wenn ihr sagt, okay, ich will wirklich Jesu Leben nochmal richtig durchforschen, dann könnt ihr mal auf jedes Wort achten, was Lukas geschrieben hat. Denn jedes Wort hat eine tiefe Bedeutung. Und so wollte ich gleich, und da schauen wir uns einfach mal diese Wunder jetzt an. Das ist der Punkt Nummer eins, die Wunder, die Gott getan hat. Speisung der 5000 in Lukas Kapitel 9, 13 bis 17. Ich lese einfach vor, sage ein paar Worte und gehe dann weiter. Wir wollen nur einfach mal ein paar dieser Sachen, also dieser Wunder anschauen. Lukas 9 ab Vers 13 heißt es, er aber sprach zu ihnen, gebt ihnen zu essen. Weil ihr wisst ja vorher, was passiert ist. Sie sahen diese ganze Menge und sagten, wie können die nicht speisen? Schickt sie nach Hause, schickt sie in die Dörfer, dass sie essen. Nein, gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen, wir haben nicht mehr als fünf Brote und zwei Fische. Es sei denn, dass wir hingehen sollen und für alle diese Leute Essen kaufen. Aber wie soll das funktionieren? Denn es waren etwa 5000 Mann. Hier ist schon mal ein kleines Detail, was Lukas reinsetzt. 5000 Mann, das könnt ihr euch vorstellen. Wer von euch, wer eine Familie hat,
und geht als Mann alleine zu einer Evangelisation. Nein, ihr nehmt die Familie mit. Also 5000 Mann plus Familie. Das ist ein kleines Detail, einfach mal zu bemerken, wie groß diese Menge war. Es war nicht nur 5000 Männer, sondern 5000 Männer wurden gespeist plus ihre Familie. Denn es waren etwa 5000 Mann. Er aber sprach und sprach zu seinen Jüngern, lasst sie sich setzen in Gruppen zu je 50. Auch wieder ein kleines Detail, aber anderes Thema. Und sie taten das und ließen alle sich setzen. Da nahm er die 5 Brote und 2 Fische, sah auf zum Himmel und dankte, brach sie, gab sie den Jüngern, damit sie dem Volk ausgeteilten. Und sie aßen und wurden alle satt. Und es wurden aufgesammelt, was sie an Brocken übrig ließen, 12 Körbe voll. Grandios, ne? Grandios. Stellt euch mal vor, hier Wolke, ist doch hier unser Bäcker im Umkreis. Wenn der dieses Rezept hätte, nur noch schwarze Zahlen. Rote Zahlen wird es nie wieder geben. Aus 3 Brötchen macht man, nein, aus 5 Brote macht man 12 Körbe voll. Das ist eins der Wunder. Wir gehen weiter, Lukas Kapitel 8. 23 und 24, da lesen wir die Stillung des Sturms. Da hieß es, und als sie fuhren, schlief er ein. Und es kam ein Wind, Wirbel über den See und die Wellen überfielen sie. Und sie waren in großer Gefahr. Da traten sie zu ihm und weckten ihn auf und sprachen, Meister, Meister, wir kommen um. Da stand er auf und bedrohte den Wind und die Wogen des Wassers und sie legten sich und es entstand eine Stille. Herrlich, oder? Auch wieder. Er kann das Wetter sofort auf einen Moment völlig ändern. Völlig ändern. In Lukas 8, ab Vers 40 lesen wir nochmal weiter. Da ist der Jairus. Als Jesus zurückkam, nahm er das Volk auf, denn sie warteten alle auf ihn. Und siehe, da kam ein Mann mit dem Namen Jairus, der war ein Vorsteher der Synagogen und fiel zu Jesu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen, denn er hatte eine einzige Tochter von etwa 12 Jahren. Die lag in den letzten Zügen und als er hinging, umdrängte ihn das Volk. Und eine Frau hatte den Blutfluss seit 12 Jahren. Die hatte alles, was sie zum Leben, für die Ärzte ausgewandt und konnte von keinem geheilt werden. Und dann Vers 46, Jesus aber sprach, es hat mich jemand berührt, denn ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Diese Aussage trifft er, weil die Jünger ihn gesagt haben, hier sind so viele Menschen. Wie meinst du, dass sich jemand berührt hat? Ja, weil eine Kraft ausgegangen ist. Wir merken, diese Blutflüssige, die alles, sie hat ihr ganzes Hab und Gut dafür ausgegeben, damit sie gesund wird von Ärzten. Und ich denke nicht, dass in Israel es schlechte Ärzte waren. Denke ich nicht. Aber keiner konnte helfen. Und nur durch diese eine Berührung Jesu, und schon wurde sie völlig und ganz gereinigt. Und auch weiter sehen wir, dass auch die Tochter von Jairus, auch sie, ist wieder zum Leben erweckt worden. Er sagte nur, sie schläft, aber sie war wirklich tot. Sie war tot und er hatte sie zum Leben erweckt. Kapitel 7 lesen wir auch sogar eine dieser krassen Erlebnisse, wo eine zum Leben erweckt wurde. Und das sehen wir in Kapitel 7, Vers 13. Und als sie der Herr sah, jammerte sie ihm und er sprach zu ihr, weine nicht, denn diese Frau, sie kam mit den Israeliten aus der Stadt heraus und trug diesen Sarg, wo ihr einziger Sohn drin war. Und Jesus sah es und jammerte und sagt, weine nicht. Weine nicht. Und er trat hinzu, berührte den Sarg, was nicht erlaubt war, was gar nicht erlaubt war. Aber er tat es, denn er ist ja derjenige, der Tote zu Toten erklärt und zu Lebendigen erklärt. Und er sagt,
trat hinzu, fasste ihn an und er sprach: Jüngling, ich sage dir, stehe auf. Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden und Jesus gab ihn seiner Mutter wieder. Und dann sehen wir, dass dieses alles so ein bisschen zusammenformuliert ist mit diesen Wundern, auch im Kapitel 7, wo dann die Jünger des Johannes, und das ist genau der weitere Teil, kommen sie zu Jesus und wollten halt fragen, wegen diesen Wundern, die er tat, ob da irgendwas vielleicht auf den Messias hindeutet. Wollen wir das einmal lesen? Ab Vers 18, da steht: Und die Jünger des Johannes verkündeten ihnen das alles. Und Johannes rief zwei seiner Jünger zu sich, sandte sie zum Herrn und ließ ihn fragen: Bist du denn der, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Als aber die Männer zu ihnen kamen, sprachen sie: Johannes, der Täufer, hat uns zu dir gesandt und lässt dich fragen: Bist du der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Zu der Stunde machte Jesus viele gesund und Kranke und Plagen und böse Geister und viele Blinden schenkte er das Augenlicht. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht und verkündigt Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium gepredigt. Zusammengefasst sehen wir, Jesus ist einer, er gibt Essen. Er gibt jedem das Essen. Er gibt gutes Wetter. Er gibt Heilung von Krankheiten. Er erweckt von den Toten. Und vieles mehr. Ich weiß, ihr kennt viele dieser Stellen und habt auch viele Predigten gehört. Lest es in eurer stillen Zeit und bemerkt, der Herr ist ein Lebensversorger. Wir brauchen Jesus. Aber ganz schnell rutschen wir da hinein und sagen: Brauchen wir Jesus oder brauchen wir nur das, was er gibt? Die Volksmengen, das ist der zweite Punkt. Da wollte ich einmal ein bisschen so ein paar Stellen vorlesen, damit ihr bemerkt, was da passiert ist. Also wie viele Stellen es denn gibt. Ich glaube nicht, dass ihr da hinterherkommt. Ich habe nämlich die ganzen Stellen hier aufgeschrieben. Das sind immer ganz kurze Verse, nämlich Matthäus 20, 29. Und als sie von Jericho auszogen, folgten ihnen eine große Volksmenge nach. Matthäus 8, 1. Als er aber vom Berge hinabstieg, folgte ihnen eine große Volksmenge nach. Und es folgte ihnen eine große Volksmenge nach und er heilte sie dort. Matthäus 19, 2. Matthäus 8, 18. Als aber Jesus die große Volksmenge um sich sah, befahl er, ans andere Ufer zu fahren. Lukas 6, 19. Und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn Kraft ging aus und er heilte alle. Johannes 7, 40. Viele nun von der Volksmenge sagten, als sie das Wort hörten: Dieser ist wahrhaftig ein Prophet. Es zogen aber eine große Volksmenge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen. Lukas 14, 25. Johannes 12, 18. Darum ging ihnen auch die Volksmenge entgegen, weil sie gehört hatten, dass er diese Zeichen getan hatte. Ja, Lukas 8, 40. Als Jesus zurückkam, geschah es, dass ihn die Volksmenge feurig empfing, denn sie warteten auf ihn. Johannes 6, 2. Und es folgte ihnen eine große Volksmenge nach, weil sie seine Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Markus 9, 15. Und die ganze Volksmenge geriet sogleich in Bewegung, als sie ihn sahen. Und sie liefen herzu und begrüßten ihn. Bemerkt ihr das? Volksmengen über Volksmengen, die einfach nur Jesus sehen wollen, denn er tat etwas. Er hatte sowas Schönes getan. Ich glaube, Leute, wenn alle Kranke in ganz Bersenbrück hier reinkommen würden und ihr würdet sie berühren und sie würden gesund werden, dann würde dieser Raum innerhalb von einem Monat nicht mehr ausreichen. Denn alle würden hierher kommen wollen, denn sie wollen etwas sehen. Die Volksmengen bei Jesus wurden so gigantisch wegen seinen Wundern, dass nicht einmal seine Mutter und Geschwister zu ihm kommen konnten.
Nicht einmal sie hatten mehr den Zugang, so groß waren die Volksmengen. Aber Lukas, der nimmt dieses Wort hier und zeigt auf, was dieses bedeutet. In Lukas Kapitel 14, 25, da fängt er nämlich damit an, wo Jesus das auferzählt und erklärt, warum das alles hier geschieht. Und er sagt, und es ging, aber eine große Menge mit ihm. Dieses in den verschiedenen Übersetzungen, ne, in Schlachter beispielsweise heißt es ging, in Elberfelder gingen, in Luther zog, in der Neu-Genfer Übersetzung heißt das begleiteten ihn einige. Dieses Wort beinhaltet nichts davon und die ganzen anderen vorherigen, wo die Volksmengen ihn hinterherzogen. Die Worte beinhalten nicht ein Folgen, ein Nachfolgen, ein Hingeben sich selbst. Sie beinhalten, im Griechischen heißt es, zusammenreisen. Das ist interessant, ne? Wenn ihr miteinander zusammenreist, zum Beispiel mit eurem Nachbarn, dann hat man nicht immer das gleiche Ziel. Irgendwo trennen sich die Wege. Die Wege trennen sich eines Tages. Wenn ihr mit eurer Familie reist, irgendwann sind die Kinder so alt, sie werden auch ein anderes Ziel haben. Sie werden ihre eigene Familie gründen. Aber es ist halt immer ein Wort, es geht irgendwann auseinander. Es ist nicht ein Wort, dass ich mein Leben hier völlig und ganz hingebe. Es waren schaulustige Menschen, denn schaulustige Menschen, die immer wieder Essen bekommen, wenn sie hungrig sind, denen es gut geht, wenn sie krank werden, plötzlich Corona bekommen und auf einmal, dack, gehen sie hin und alles ist wieder gut. Oder wenn einer ihrer Geschwister tot ist und sie sagen, Jesus, du allein kannst das, mach es. Sagt, oh, super, perfekt. Und schon wieder ist alles gut. Das Leben hat sich für sie als nützlich ergeben, wenn sie in dieser Volksmenge mitlaufen. Vor etwa 10 Jahren, ich möchte euch so eine kleine Begebenheit erzählen, vor etwa 10 Jahren war das so, dass ein Blitz in einen Baum einschlug. Und nahe an diesem Baum war ein Rieddachhaus. Kennt ihr Rieddach, was das ist? Einige kennen es. Das ist sehr oft an den Gewässern, also an den Ufern, irgendwie Nordsee, Ostsee und so weiter. Ich komme ja von etwas weiter oben da. Rieddach, das ist aus Stroh gemachtes Dach. Jetzt kennt ihr das. Und dieser Stromkasten in diesem Haus ist explodiert. Keine Stunde später war das ganze Haus einfach nur in Flammen aufgegangen. Überall durch die ganze Luft flog Papier mit so, wo man was geschrieben hatte. Man wusste, okay, das Büro von dem ist auch in Flammen aufgegangen. Und ich kann das so gut erklären oder erzählen, weil ich selber da stand. Aber ich alleine stand da nicht, sondern die ganze Nachbarschaft, alle drumherum standen dort. Alle haben, ich sag's mal ganz ehrlich, gegeiert, um zu gucken, was. Oh, so große Flammen. Oh, so schnell ist das Haus weg. Keiner hat geholfen. Warum auch? Unfälle passieren auf der Autobahn, überall. Und ihr steht plötzlich in einem Stau, Stop and Go, eine Stunde lang. Immer ein bisschen Stück vor, wieder stehen bleiben. Wieder ein Stück vor, stehen bleiben. Und auf einmal seht ihr, aha, deswegen stehe ich im Stau. Da ist ein Unfall. Guckt ihr, boah, so heftig ist das Auto unter dem LKW gequetscht. Schrecklich. Dreht euch nach vorne, Vollgas. Warum Vollgas? Weil die Straße plötzlich vor euch frei ist. Keiner schafft es, einfach mal Gas zu geben. Nicht dahin zu gucken. Schaulustig sein. Wenn etwas passiert ist, dann sind wir in der Lage, wir wollen das alles sehen. Und nicht nur dieses ganze Volk, sondern die Pharisäer und Schriftgelehrten. Jeder war in dieser Lage oder hat sich da hineinbegeben, dass er sehen wollte, was tut Jesus jetzt? Was gibt es da noch zu erkennen? Und so kommen wir zum Punkt 3, wo es heißt, was Jesus dazu sagt. Und er sagt es ganz deutlich, Matthäus 15, 10 sagt er, und er rief die Volksmenge zu sich und sprach zu ihnen, hört und versteht, Ausrufezeichen, hört und versteht, Ausrufezeichen. Eine klare Aussage, hört
und versteht. In Lukas 6, 47 sagt er, jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut. Noch eins dazugegeben. Hören, verstehen und tun. Und in Lukas 9, 23 sagt er, und er sprach aber zu allen, das ganze Volk, was um ihn herum liegt. Wenn jemand mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Hören, verstehen, tun und folgen. Er gibt klare Ansätze, was getan werden soll. Und so dachte ich einfach mit euch ganz kurz dieses in Kapitel 9 einmal anzuschauen. Da gab es nämlich die Begebenheit, dass ein paar Jünger oder ich sag mal selbsternannte Jünger ihm nachfolgen wollten, und diesen gibt er klare Antworten. In 9, Kapitel 9, ab Vers 57, da lesen wir die Teile. Da heißt es beim ersten Teil, und als sie auf dem Weg waren, sprach einer zu ihm, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Erst einmal denken wir, wow, eine sehr schöne Eigeninitiative. Das ist super, dass der Mensch von sich aus selber diesen folgen möchte. Dass er hinkommt und sagt, Herr, ich will dir folgen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen und ganz klar sagen, denn die Bibel bestätigt es, so jemand, der meint, er könne Jesus folgen, er wird in seiner Nachfolge zu Christi scheitern. Und zwar kläglich. Denn er hat nicht die Macht. Wir sehen das zum Beispiel anhand von Petrus. Kennt ihr Petrus? Ja, das ist der herrlichste von allen. Ich erkenne mich immer wieder selber. Ich mache das, ich schaffe das schon. Alle laufen weg, aber ich werde stehen bleiben. Er sagte, lass sie alle dich verleugnen. Ich gehe mit dir zusammen in den Tod. Und dann, was passierte? Eine feine Dienerin. Einfach so eine Magd, die da von der Seite kommt und sagt, hey, Petrus, ich meine, ich habe dich da gesehen. Nein, doch, du musst einer von denen sein. Ich habe das oft bemerkt. Ich bin ja auch immer hinterhergelaufen und habe dich immer da vorne mit Jesus gesehen. Nein, ich schwöre, ich war nicht dabei. Um mein ganzes Leben, ich sage dir, ich war nicht da. Merkt ihr? So ein Mensch, der Tag und Nacht mit Jesus war, er sagte, ich will folgen, ich werde dir folgen. Und er hat kläglich gescheitert. Er ist kläglich daran gescheitert. Denn er hat genau diese Aussage aus einem Vorteil genommen. Ihr kennt, wie die Jünger immer wieder gestritten haben. Wer wird denn der Größte sein? Wer wird neben Jesus sitzen? Wer wird wie und was und so weiter? Sie haben einen Vorteil daraus genommen, genauso auch wie dieser. Er nahm einen Vorteil, denn wir wissen ja, wir haben es gerade durchgehört, Heilung, gutes Wetter, immer essen, folgen und immer mit der ganzen Volksmenge und am besten ganz vorne sein. Schön, herrlich. Aber Jesus sagt selbst, Füchse und Vögel, die haben es sogar besser, als wenn du mir nachfolgst. Gott kann dir in seiner Nachfolge nichts anderes bieten als Schande, Leiden und Einsamkeit. Möchtest du ihm folgen? Wer ihm von sich aus folgen möchte, dem setzt er die Realität vors Gesicht und sagt, dieser fleischlichen Begierde, du hast bei mir keine fleischlichen Begierden, die gedämpft oder die erfüllt werden, die gesättigt werden. Die wirst du bei mir nicht finden. Der zweite, auf den er eingeht, da sagt er und sprach zu ihm, Vers 59, und sprach zu ihm, ein anderer folge mir nach, ne, also er geht jetzt auf ihn ein bisschen ein, der aber sprach, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm, lass die Toten begraben. Aber du gehe hin, verkündige das Reich Gottes. Auch hier ist eigentlich nichts Falsches.
Wir lesen immer wieder diese Geschichte und ich musste mir immer Gedanken machen, ich denke, warum? Es ist doch nicht falsch, wenn er jetzt diese Ehre, die letzte Ehre seinem Vater bietet, sagt, ich will diesen Mann einfach zur Erde bringen und dann gehe ich mit dir mit. Da ist doch nichts falsch dran. Aber wenn Jesus ruft und plötzlich in deinem Kopf allerlei unnötige kleine Dinge so auftauchen, ah komm, kurz das noch machen, hier noch machen, dies noch machen, das noch erledigen, ich will ja auch noch hier was, dann sagt er, das ist nichts. Du kannst mir nicht nachfolgen. Du hast das nicht in deinem Sinn und es ist nicht für dich gegeben. Weiter geht er im Vers 61. Und ein anderer sprach, Herr, ich will, schon wieder, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Der ist nicht geschickt für das Reich Gottes, wenn er seinen Blick nach hinten wendet. Wenn er darauf schaut, oh, dann darf ich ja keinen Alkohol mehr trinken. Kennt ihr diese Aussage, ne? Dann darf ich ja keinen Fernseher mehr zu Hause haben. Dann darf ich ja nicht mehr das haben oder sowas. Leute, das ist das, was Gott hier kritisiert. Er kritisiert es scharf und er sagt, kann es das Reich Gottes sein, das Waren Gottes sein, wenn es seinen Dienern erlaubt ist, sich von allerlei unwichtigen Dingen aufhalten zu lassen? Christus ist der Erste und der Letzte und er muss alles für das Herz sein. Sonst wird er durch Satans List unwichtig für die Seele. Es ist nicht so, dass zum Beispiel wir können Fernseher mehr dürfen oder sowas. Das habe ich zum Beispiel mal gehört. Mir wurde immer gesagt, ein Christ darf keinen Fernseher haben. Das darf man nicht. Nein, darum geht es nicht. Aber wenn du möchtest, du willst das nicht hinter dir lassen, zu sagen, Herr, ich muss unbedingt RTL 2 gucken und meine Zeit verschwenden. Ich muss das tun, ich will das. Dann sagt er dir, der ist nicht geschickt. Der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Er ist nicht dafür ausgestattet. Genauso war es auch mit der Frau von Lot. Kennt ihr sie? Auch sie wollte das, was hinter ihr war, obwohl sie von Engel Gottes kamen. Jesus selber stand in ihrem Haus und hat gesagt, kommt raus, ich begleite euch, ich bringe euch aus diesem Trott. Ich hole euch hier raus. Was macht sie? Sie guckt zurück und sagt, ich will doch nur noch einen Blick dahin bringen. Ja, vorbei. Der Dienst für den Herrn erfordert ungeteilte Herzen. Jesus ist derjenige, der aufdeckt, was wir denken. In Lukas 11, 29, da sagt er uns, die Menge aber drängte herzu, da fing er an und sagte, dieses Geschlecht ist ein böses Geschlecht. Es fordert ein Zeichen, aber es wird kein Zeichen gegeben werden als nur das Zeichen des Jona. Es fordert immer wieder mehr Zeichen, aber es will nicht den Geber, es will nur die Gaben. In Johannes 6,41, 42, da heißt es, da murrten die Juden über ihn, weil er gesagt habe, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und sie sprachen, ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann dieser denn sagen, ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Die Juden fingen an zu murren, weil ihnen plötzlich ans Herz gegriffen wurde. Sie plötzlich angegriffen wurden und zu erkennen, dass sie eigentlich schlecht sind. Dass sie es nicht wert sind, weil sie immer wieder einen Blick zurücksetzen, sagen, ja, Gott und
ich darf das doch ein bisschen das doch zumachen, ohne das ist doch langweilig. Und ich will ja eigentlich auch ein gutes Leben haben. Warum sollte ich dann mein Hab und Gut alles abgeben und den Armen geben? Warum? Warum? Kann doch auch, wenn ich ein Christ bin, ne, so wie hier, dann bin ich doch der Reiche. Ne? Diese Rede ist zu hart, werfen sie ihn vor. Wer kann sowas hören? Er ist doch nicht Gott, das kann doch nicht sein. Abraham ist unser Vater, nicht der Teufel. Wie kann er nur sagen? Er ist selber Beelzebub. Nun, durch diese ganzen klaren Aufdringlichkeiten, die er ihnen ganz vorgesetzt hat, obwohl sie gesehen haben, wer er ist, was er getan hat, obwohl sie in den Schriften nachforschen konnten und sehen würden, dass das der Messias war, so haben sie ihn sogar in Jerusalem empfangen, gesagt, hoch, gelobt, Hosianna sei der König, der da kommt. So haben sie ihn empfangen. Aber als er auf ihr Herz blicken lässt, da schafft das plötzlich, die Juden schaffen es, diese Volksmenge umzudrehen und sie wollen ihn kreuzigen. Weg mit diesem! Gib uns Barabbas frei! Was sollen wir mit einem, der auf uns zeigt, dass wir schlecht sind? Plötzlich haben sie alles andere aus dem Blick. Alles andere. Sie haben nur noch gesehen, was sollen wir mit einem, der auf uns zeigt, der schlecht, dass wir schlecht sind? Was sollen wir mit dem? Ich will lieber einen haben, der Schlechtes tut. Gibt mir Barabbas frei. Daran sehen wir, hier ist diese Mitreise nun beendet. Das ist kein Folgen mehr oder Nachfolgen. Einfach nur noch, jetzt vorbei, mach ihn weg. Wie sieht es in deinem Leben aus? Wie sieht es für dich selber aus? Lässt du Gott auch so lange in deinem Leben, wie es dir selber passt? Wie du sagst so, naja, jetzt habe ich noch einen Profit daraus. Jetzt will ich es noch. Ist okay. Bist du auch jemand, der mit ihm mitreisen tut, solange es dir selber passt für dich, für deine Lebensumstände? Solange du einen Gewinn daraus erzielst, aber beim nächsten Sturm schmeißt du ihn vor und sagst, was soll das? Warum machst du das? Mach doch mal was Gutes für mein Leben. Zu den Jüngern von Johannes sagte er, nachdem sie ihn ja gefragt hatten, ob er denn derjenige sei, sagt er zu ihnen, Lukas 7,23, und glücklich ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Die Antwort auf dieses Evangelium, was Christus uns vorgelebt hat, was er getan hat, die Antwort muss sein, alles zu geben. Und wenn das nicht so ist, Geschwister, dann studiert wieder das Christi-Kreuz, das Kreuz. Studiert es für euch. Wenn nicht in deinem Herzen steckt und sagt, ich gebe alles hin, das ist meine Antwort auf das Evangelium, dann müssen wir das Kreuz noch einmal vor Augen setzen. Das Kreuz ist das, was uns bindet, was uns an den Platz bringt. Folgen, das ist ein guter Spruch, folgen hat Folgen. Folgen hat eine Wirkung in deinem Leben. Es wird Folgen geben, nämlich du hast keinen Platz, wo du Ruhe haben wirst. Du hast nicht dieses, was um dich herum, dieses Unnütze aus der Welt, was dich verdrängt, was deine Seele zerstört, was dich abdrängen möchte. Und du hast keine Menschen, die dir wichtiger sein könnten als Jesus allein. Ich freue mich jeden Tag, wenn ich nach Hause komme und wir mit meiner Frau darüber sprechen und sie sagt, Schatz, ich liebe dich, aber ich liebe Jesus mehr als dich. Denn nur so kann sie mich überhaupt lieben. Beispielsweise kennen wir das bestimmt, Muslime haben es eigentlich am schwierigsten. Ich meine, Zeugen Jehovas haben es auch irgendwo in diesem Bereich schon mittlerweile, aber Muslime kennt ihr bestimmt. Wenn eine Muslima sich zu
Gott wendet, zu Jesus Christus wendet und sagt, Jesus ist mein Herr und Heiland geworden, dann wird sie angespuckt von ihrem eigenen Vater. Könnt ihr euch das vorstellen? Könnt ihr euch das vorstellen, angespuckt zu werden von euren eigenen Eltern? Getreten werden und rausgescheucht zu werden und gesagt, ihr habt nichts mehr mit mir zu tun? Folgen hat Folgen. Ehepaar, ich kenne ein Ehepaar, das aus Brasilien hierher nach Deutschland gekommen ist. Was berufen wurde in den Dienst hierher. Alle um sie herum in Brasilien fanden das nicht so. Aber sie haben dieser Berufung, haben sie klaren Folge geleistet, sind hierher gekommen. Und dann kommen sie in das Land der unbegrenzten Probleme. In das Land der Bürokratie, der Sprache, Papierkram. Das Leben komplett anders. Alle Verwandten und Freunde sind weg. Und nur Probleme. Probleme, Probleme, Probleme. Was meint ihr, wie ihre Herzen plötzlich gestimmt waren, wenn sie nicht völlig und ganz auf Jesus geblickt hätten, wenn sie nicht gesagt haben, ich hasse alles, was mich nicht an dich hält. Ich möchte allein nur dir folgen. Was wäre passiert? Sie wären umgedreht. Zurück nach Hause. Weg. So kommen wir auch auf diesen Vers 14, Kapitel 14, Lukas 14, 26, 27 heißt es, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Hier ist alles mit einbegriffen, alles. Er sagt sogar, dein eigenes Leben sollst du hassen. Warum? Weil wir es einfach von uns aus nicht können. Wir sind solche Versager. Wir sollen völlig und ganz nur auf Knien vor Christus stehen und sagen, Herr, ich brauche dich. Ich will, dass du mein Leben veränderst. Und daraufhin spricht er und bittet dich, dass du dieses berechnest, dass du schaust, kann ich dieses Haus überhaupt bauen? Habe ich überhaupt die Möglichkeiten dafür? Oder werde ich vielleicht einer sein wie, wer von euch kennt die, oder anders gefragt, wer von euch war schon mal in Rumänien? Rumänien, wenn ihr da die Straßen entlang fährt, die Hauptstraßen, ihr seht überall Häuser, die halb gebaut sind. Einfach nur reine Ruinen. Was meint ihr, wenn ihr so eine Person wärt, die so ein Haus gebaut hättet? Was würden eure Nachbarn über euch machen? Die würden euch auslachen. Er hat nicht vorher berechnet. Er hat einfach angefangen und hat es nicht geschafft zu beenden. Und genau das will Jesus auch sagen. Er sagt, berechne das. Berechne das. Kannst du überhaupt mir nachfolgen? Kannst du das? Willst du das wirklich? Berechne es, schaue da drauf und dann folge wirklich nach. Oder bin ich doch nur ein Reisender? Solange es mir gut geht mit ihm, dann ist ja okay. Wer Ohren hat, der höre. Das ist die klare Aussage, die er in Kapitel 14, 35 gibt. Er sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und dann tue er das, folge mir nach. Gott gab alles daher. Deswegen sagte ich ja, dann sollen wir das Kreuz wieder studieren. Er gab alles, alles. Er war die höchste Instanz. Es gab nichts Höheres als ihn. Und er hat sich niedriger gemacht als alles. Er hat alles gegeben für dich, damit du nun vor ihm stehen kannst, damit du nun durch ihn folgen kannst. Sollte nicht unsere Antwort dann auch aus Dankbarkeit dasselbe sein? Sollten wir nicht dasselbe auch tun? Und hiermit möchte ich schließen. Denn das Lied, das hat uns gesagt, ich will nie mehr weg von ihr, weg von ihr. Wir können es umändern. Ich will nie mehr weg von ihm, weg von ihm, weg von ihm. Und dann Punkt setzen. Ich will nie mehr weg von ihm. Nicht diesen Zusatz dazu bringen, wenn es so bleibt. Geschwister, wir sind mit den größten Schritten darauf hin, dass irgendwas noch passieren jetzt wird in Zukunft. Was auch immer es sei, aber wir sind mit größten Schritten dahin.
und es wird nicht so bleiben. Und wenn wir heute nicht klare Sache machen oder klare Sache haben mit dem Herrn, es wird nicht so bleiben, dann sag lieber jetzt schon, dann gehe ich jetzt weg von ihm, dann ist die Reise beendet. Aber besser ist, das ist mein Wunsch, dass du sagst, ich will nie mehr weg von ihm, weil es nichts Besseres gibt. Und ich nehme das Leid, ich nehme die Schande und ich nehme diese vielleicht Unruhe hier auf Erden mit auf mich. Aber er trägt mich dadurch, denn ich habe Jesus Christus. Amen. Ja, stehen wir auf. Danke, Herr, für dieses wunderbare Wort, dein heiliges Wort, was du uns gegeben hast und dass du uns klar aufrufst, dir nachzufolgen. Dass du nicht einen jemanden brauchst, der nur halbe Sache macht, der halbe Herzen hat, sondern wir wollen dir ganz folgen. Das ist der Wunsch, den wir haben und ich bitte dich, dass du uns dahin brichst, dass du uns zeigst, deine Heiligkeit, deine Gnade.